Hey Leute, was geht? Und dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Und heute gibt es hier vielleicht schlimmste Discord-Challenge, die ich jemals gemacht habe. Ihr könnt in einem Video Cristiano Ronaldo Summerstars und Messi Summerstars, beide mit einem 99er Rating, rutschen gehen. Und der Gegner, den ich mir heute dafür rausgesucht habe, ist Platz 1 der Weltrangliste in diesem FIFA auf der Xbox. Es ist Dullen Mike. Moin, was geht? Ich freue mich hier zu sein. Wir denken, das ist ein nice Video. Ja, für dich ist sehr entspannt. Also du hast gar kein Risiko. Ihr seht im Hintergrund mein Team, das sind nicht die einzigen teuren. Wir haben die Baller-Footies noch. Ich weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat. Über 500.000. Acuna Path for Glory kostet auch noch 1.000.000. Ansonsten auch coole Karten noch drin. Ja, es gibt 11 Elfmeter. Jeder Spieler schießt einen Elfmeter und wer verschießt, der wird abgestoßen. Also wenn ich alle Elfer verschieße, dann stoße ich am Ende alles ab. Ich hoffe einfach mal, du bist kein so kranker Elferkiller. Geht eigentlich, also in den Turnieren, okay, das letzte Elfmeter, was ich hatte im Turnier, habe ich verloren, aber sonst davor eigentlich die meisten gewonnen. Das bockt nicht so, aber es ist eh mehr Glückssache, sind wir ehrlich, ja, ist eh mehr Glückssache, ich muss einfach drin sein in deinem Kopf, dann regelt sich das. Lass mal einen Daumen nach oben da, dafür, dass ich mich hier Platz 1 der Xbox stelle, bin sehr gespannt. Ich glaube, der ein oder andere Elfer wird auf jeden Fall gehalten, aber solange Messi und Ronaldo treffen, ja, ist noch alles gut. Check Dullen Mike ab, Links zu ihm sind in der Videobeschreibung. Ich denke, die meisten, die sich ein bisschen mit E-Sports befassen, kennen ihn auf jeden Fall und dann gehen wir ab ins Game. So Leute, wir kriegen jetzt Support von der Tribüne, wie ihr hier seht. So, ich bin auf jeden Fall ready mit Focus Clan Trikot gegen Neo hier. So muss. Ja. Komm rein da. Okay, es geht los. Erster Elfmeter. Ich frage mich, soll ich direkt einen von den Kranken nehmen oder nicht? Er gibt auch direkt Rot, was ein Schiedsrichter. Perfekt. Wen hast du im Tor? Ah, Schmeichel. Ne? Komen. Ja. Ist eine Icon mit 99 Elfer oder so. Icon Duell wäre eigentlich ganz interessant zum Start. Komm, wir machen es einfach mal so. Komm. Komen. Komen! Ach so. Also gegen Fabian habe ich glaube ich von 11-10 reingemacht oder so. Das startet jetzt schon nicht so nice. Kein so starker Elfer, muss man schon sagen. Scheiße, der erste ist discarded. Wer wird der zweite, der hier schießt? Der macht den jetzt aber rein. Aber ich muss gleich noch ein bisschen reinkommen. Ich nehme jetzt erstmal Rebic. So, Ante, Rebic. Ante! Also besser kann man den auch nicht schießen, ne? Ich habe genau in den Winkel gezielt, dein Keeper lenkt den noch an den Pfosten. Also ja, man hat natürlich am Kopf gesehen, dass ich da hingezielt habe. Aber theoretisch hätte ich ja die Ecke noch ändern können, so. Ja, aber ich habe spekuliert. Ich habe ja noch den Schritt gemacht und dann hält er den meistens. Zwei von zwei, also was hab ich, worauf habe ich mich hier eingelassen? Da war es Rebic. Scheiße. Langsam müssen noch mal die Guten schießen. Ja, Kunja, 1.000.000 wert, auf geht's. Komm mal, Kunja. Oh, das gibt es doch nicht, Mann! Was ist das? Bro, what the fuck? Was passiert hier, Mann? Wie ist das eine Elfer? What the fuck? 1.000.000 weg. Hä? Ich hatte schon Angst, dass ich mich einhalte, ehrlich. Hä? 3 von 3. Bro, ich bin froh, wenn ich einen reinschieße, glaube ich, wenn das hier so weitergeht. So. Zack. Ey, du bleibst am Stellen! Bro, ich hab keine Lust mehr, Mann. Ich hab echt keine Lust mehr. Oh 4 von 4. Du bist drin in meinem Kopf einfach. Warte mal. Schon, ja. Warte, ich brauch ganz kurz eine Pause. Erstmal Kilini kann ich schon mal durchstreichen. Ich muss jetzt einen von den Krassen nehmen. Ich brauche eine Taktik, wo ich hinschieße. Aber das Ding ist, egal an welche Ecke ich gerade denke, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du genau in die Ecke springst. So. Ronaldo oder Messi? Wen soll ich nehmen? ich nehme Messi. Ich nehme erstmal Messi. Komm, Lionel Messi. Okay. Das erste Mal jetzt, dass du nicht in der richtigen Ecke bist. Ich hab's sogar überlegt. Ja, du hast dir das nach rechts geguckt und ich dachte mir schon, dass rechts safe nicht ist. Scheiße. Digga, Messi kostet aber fast genauso viel wie Acuna. Also ist cool, dass ich den gerettet hab. Aber, also ja. Am wichtigsten, sage ich ehrlich, ist Ronaldo. Die Baller ist auch noch sehr wichtig. Also, aber die kommen jetzt noch nicht, so viel kann ich schon mal sagen. Wen hatten wir noch nicht? Sommer hatten wir noch nicht. Egal, ich mache erstmal Sommer. Wir beruhigen uns alle wieder. So, vier nacheinander hattest du gehalten. Ich glaube, jetzt zeige ich, dass ich einen reingemacht habe. Da kommt man eigentlich immer in so einen Flow. Danach trifft man dann so mehrere und so. So, Sommer. Zack. Grün! Bro!
Was eine Gurke! Also jetzt nicht dunkelgrün, sondern so hellgrün, aber trotzdem, das reicht doch, damit er ihn aufs Tor bringt. Das ist unfassbar. Ja, das ist echt nochmal ein Phänomen. Das ist unfassbar. Nächste Rote, gleich Spiel beendet hier. Locatelli erstmal noch. Erstmal noch Locatelli. Komm, Junge. Das ist deiner, nur deiner. Nur deiner. Ja, okay, die paar Coins nehme ich mit. Die Was kostet der? Ein bisschen über 100k, also ist jetzt nicht die Welt. Ist es Zeit für Ronaldo? Ist es Zeit für ihn? Ja, komm, Cristiano Ronaldo. Ah, ich hab's schon gesehen an dem Schritt. Ich hab's schon an dem Schritt gesehen, dass du da bist. Ich wollte noch ändern, aber es ging nicht mehr. Nein. Ciao Account, Digga. Ciao Account. Noch nie sowas erlebt. Bro, ich dachte, ich bin gut in Elfer. Die letzten Folgen haben mich hier, glaube ich, getäuscht. Da waren die Gegner einfach schlecht im Tor oder so. Ich weiß es nicht. Ich hab ehrlich Angst, dass ich nicht einhalte, dass es so ausgeht. Ich hab, glaube ich, 7 verschossen gerade und 2 reingemacht oder so bisher. Was ist das denn? Die Baller bewahre ich mir jetzt erstmal noch auf. Mehle habe ich. Oh mein Gott. Bro, warum nicht so mit Ronaldo, ey? Warum? Bist du in der Mitte geblieben? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie man die hält überhaupt. Ich glaube, du musst einen Schritt in die Ecke machen und dann einfach stehen bleiben. Aber normalerweise hält er ihn auch, wenn man in der Mitte bleibt. Dann geht er einfach dahin und fängt ihn. Aber der ist echt... Ja, ich glaube, der war zu gut. Der war geistkrank. Der ist auch erstmal 7 Meter übers Tor rüber, hat sich dann noch gesenkt. Ja. Also wenn du mit einem guten Elferschützen den schießt, wäre der, glaube ich, nicht reingegangen. Der ist nur so komisch geflogen, weil er ein schlechter Elferschütze ist. Ich glaube ehrlich. Dumfries und die Baller habe ich mir. Also, wer tritt an? Natürlich Dumfries, ist so logisch. Was haben wir gelernt gerade? Schlechter Elferschützen können das. Ist war so klar. Schade. Schade. Wer hat hier Peinig, ey? Okay, der letzte Elfmeter, die Baller-Footies. Keine Ahnung, wie viel ich für den bezahlt habe. Sehr viel und der ist ein Trade und kann nicht wieder kriegen. 5 Sterne Skills, der ist schon krass, Mann. Ey, ich meine, den schlimmsten habe ich schon verloren mit Ronaldo. Den schlimmsten habe ich schon verloren. Aber was mache ich jetzt mit die Baller? Ja, der Schritt kam nicht. Da wusste ich, ich habe nicht. Okay, immerhin Footies die Baller noch behalten. Boah, es war trotzdem eine sehr teure Angelegenheit. Ging ja auch weg. Oh, 4 Millionen oder so gehen hier rutschen, keine Ahnung. Sehr viel auf jeden Video. Fall. Ein ganz gechillter Abgrund, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Da sind sogar die Fans eingeschlafen. Also das war gar keine Leistung von mir hier heute. 4 Spieler durfte ich behalten. Das sind, ja, waren jetzt auch nicht die absolut krassesten, die ich behalten darf. Also da ich das Acuna und Ronaldo rutschen gehen. Ja, deutlich mehr als die Hälfte der Elfer verschossen. Bitter. Viele Coins, die rutschen gehen. Und ich sag ehrlich, tut weh, weil der FIFA-Teil geht noch fast 2 Monate und ich bin YouTuber. Ich muss Videos bringen, alle paar Tage und dafür brauche ich Coins und jetzt habe ich fast keine Coins mehr. Aber ja, so ist es bei dieser Challenge. Deswegen mache ich die auch nicht so häufig, weil die kann richtig schief gehen. Und heute ist es mal passiert, dass sie absolut schief gegangen ist. GG Dullen Mike, starke Leistung im Tor auf jeden Fall. Hast mich gut gelesen. Safe. Jo, dann Digga, was ist das für ein Moment, Mann? Ronaldo Summerstars einfach abschicken, wo gar nicht. So, hier steht nochmal, dass die, ja, in meinem Team sind, sind weg. Sie sind weg. Ich habe selten so einen Spieler discardet wie ihn. Das muss man mal sagen. Jo, 81 plus Player Pick habe ich jetzt noch. Nice, Edin Dzeko bekommen. Hat sich noch gelohnt. Guter Tausch, fast Plusgeschäft. Jungs, lasst gerne einen Daumen nach oben da für die kranke Challenge. Check Dullen Mike ab, Link ist in der Beschreibung. Ja, dann ich überlasse dir mal Schlusswort. Ich bin auf jeden Fall raus. Jo, danke auf jeden Fall für die Einladung. War relativ spontan, aber ich denke, es wird auf jeden Fall gebockt. Also wie schon gesagt, lass auf jeden Fall Daumen hoch, alles da und so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.